raindrops. Drop top, smoking on crack in the hot box. Fucking on your bitch, yeah. Cooking up dope in the crock pot. Nun, es ist Zeit, im Briefkasten zu schauen. Vielleicht hat sich der Herr des Lichts gemeldet. Ein Buch. Okay, schauen wir uns mal an. Schau doch mal bei der Kirche vorbei. Gezeichnet der Herr des Lichts. Okay. Bevor ich da reingucke, muss ich erstmal ein bisschen mich ausrüsten. Mit meinen Sachen. So. Alles ordnen, wie ich es haben will. Und das Buch packe ich hier rein. Zur Sicherheit mal. Und ich würde sagen, auf zur Kirche. Irgendwas soll ich durchsuchen, hat er gesagt. Oh nein. Au. So. Das Attentat für die Sphinx. Da wollte jemand das Attentat ausführen, aber die Sphinx lebt ja noch. Wir wissen ja, dass Vilmortis noch am Leben ist. Okay, hier oben ist schon mal nichts. Auch nichts. So, hier ist nichts. Irgend so ein Geheimgang vielleicht oder so. Nee. Vielleicht vorne irgendetwas. Okay, da schaue ich ja später rein, wenn ich unten nichts finde. Goldblock nichts. Tschüss. Da geht's nach unten. Das ist sogar eine Falltür. Ich habe gewusst, dass du dem Brief folgst. Viele haben versucht, meine Identität herauszufinden und sind hier gescheitert. Sie wurden alle gefressen. Hunde sind helle und treu. Sie wollen mehr zu fressen, also enttäuscht sie nicht. Also, ich sehe hier viel Lava, einige Hunde, sehr viele Hunde, Blut und Totenschädel. Sehr viele. Also, es haben anscheinend wirklich viele versucht, hier das Geheimnis vom Herrn des Lichts herauszufinden. Ich sollte lieber die Spawn abbauen, bevor was Schlimmes passiert. So. Oh mein Gott, das war knapp. Perfekt. Abgebaut. Ja. Hier ist eine Kiste. Ich glaube nicht, dass das Ende ist, oder? Egal, komm. Das ist ein Buch. Was? Ah! Steht da drin. Dachtest du, dass es so einfach wäre, meine Identität herauszufinden? Ich habe seit Jahren mit Hunden mir Hunde geholt, sie gedrillt zum Töten. Sie haben alle Hunger. Und du weißt, wenn sie hungern, zögern sie nicht lange und töten alles. Folge weiter dem Weg oder sie sind in Gefahr. Was ich auch bei meinem ersten Brief angedeutet habe. Okay. Also er meint's ernst. Bravo, ausgesehen, nun die wenigsten schaffen es bisher. Viel Spaß, es diesmal zu schaffen. Ein Labyrinth, das niemand sieht. Was? Was ist das für ein Zauber? Was ist das? Hier gibt's doch sicher irgendwo eine Falle, wo man nicht durch kann. Oh nee. Sicherlich, und dann wartet so eine Wache auf mich. So näher ich zu diesem Hund komme, desto nervöser werde ich, ne? Aber es führt irgendwie alles zu diesem Hund. Das macht mir gerade so Angst. Wie viel hält denn der aus? Muss was essen schnell. Weg hier. Oh nein, die Fackel. Das einzige Objekt, mit dem ich Licht machen kann. So. Weg mit dir. Er ist tot. Puh, was hat der für ein Hund gedrillt, dass der so viel aushält? Mein Schwert, das macht schon ein bisschen Damage. Und nun weiter. Wer bist du?
Herr Tastic, du bist der Herr des Lichts. Du hast es also überlebt. Nun muss ich wohl dich zerstören. Du, welcher die Dunkelheit dienst, mit deinem Voodoo Mist, bereite dich auf deinen Tod vor. Du bist der, der stirbt. Und ich sehe, du hast einige Hunde. Das wird wohl nicht sehr gut für dich ausgehen. Komm her, du. Ja, bei Herr Tastic. Ich bin noch am Leben. Glaubst du ernsthaft, dass treue Tiere wie Hunde den eigenen Meister töten? Na gut, du hast sie über eine Woche oder länger nicht gefüttert, ne? Ja, du hast uns versprochen, dass du uns was zu essen gibst. Und zwar Drake. Na, dann hol ihn euch. Ja, aber er ist oben und du bist unten. Es wird Zeit, dein Versprechen zu erfüllen. Hey Freunde, wartet doch bitte noch einen Tag und ihr kriegt euer Essen. Versprochen! Nein, geht von mir weg. Geht. Nein. Nein! Endlich ist er tot. Nun schauen wir mal. Das TNT. Schnell. Weg da. Huch. Großes Loch. Das ist mein Vermächtnis. Ich wollte das Gut und das Licht erwecken, doch ich bin nur selbst durch meinen Ehrgeiz gefallen. Der Zorn lässt mich viele Menschen töten. Darunter ist auch Baumgras. Vermutlich ist Baumgras auch durch, wollte es herausfinden, doch ist leider auch gefallen und von den Hunden zerfleischt worden. Der sogar die Satanisten besiegen wollte. Nun bin ich tot und ich erbe alles an Enderise weiter. Mein Grundstück, meine Ausrüstung und meine Hunde. Dieses Massaker überlebt. Das Schlimme ist, dass ich sie sogar gequält habe. Wenn Lightning das gesehen hätte, wäre ich von ihm geköpft. Wie ich vorhin auch gesagt habe. Ich weiß, dass Drake vor Dwayne ist und den Vatikan zu erobern. Ich hoffe nur, dass dieses Vorhaben scheitern wird. Das glaube ich weniger. Dies ist mein letzter Brief. Gezeichnet, Herr Tastic. Also gut. Was? 1, 2, 3? Was? Welche Tür ist richtig jetzt? Ich möchte jetzt nichts riskieren. Warte kurz mal. War da nicht irgendwie sowas vorhin? Warte kurz mal. Das erste Buch. 2, 3, solange die Hunde noch mit dem Fleisch von ihm beschäftigt sind. Schon hoch hier. Wo führt mich das wohl hin? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe raus. 2 ist auch nicht die richtige Lösung und er will mich nicht noch mit in den Tod ziehen. Warte, was? Der hat auch einen Weg zu mir gebaut. Schnell da abbauen hier. Zack. Und schnell damit rein. Spitzhacke. Sorry, Jungs. Jetzt weiß ich, wer der Herr des Lichts ist. Und er ist tot. Und das war's auch mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es hat einen Haufen Arbeit, das zu machen, weil ich habe mit NPCs gearbeitet und mit Command-Blocks, wie man gesehen hat. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und mehr von mir wollt. Wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.